Willkommen zurück, Leute, zu Lucius. Schön. Mama dreht ein bisschen durch. Wir gucken mal in unser Notizbuch, was jetzt eigentlich hier los ist. So. Na? Kann ich das jetzt mal lesen oder nicht? Ah ja, okay, jetzt kann ich. Jetzt darf ich. Manchmal spinnt das Spiel aber auch ein bisschen. Meine Mutter Nancy, mein sogenannter Vater, kommt mir auf die Schliche. Er und Mutter hatten einen Streit und jetzt sitzt sie einfach im Garten, während mein Vater Beweise gegen mich sucht. Es tut mir leid, Mama. Deine Zeit ist gekommen. In dieser Gartenhütte gibt es jede Menge nützliche Sachen. Das Licht funktioniert nicht. Anscheinend bekommt die Hütte keinen Strom. Ich muss das reparieren. Okay, darum kümmere ich mich gleich nochmal. Was steht bei Will? Konnte herausschlüpfen, ohne mich fangen zu lassen. Die Blitzisten sind einfach dumm. Ja, also... Nützliche Sachen in der Gartenhütte, das Licht funktioniert nicht, dann kein Strom. Ey, jetzt will er sich auch noch Mama verknüpfen. Das war aber so klar, dass die irgendwann dran glauben muss. Och Mensch, Mama. Mami, es tut mir doch leid, aber ich bin halt nicht dein Sohn. Und dass der Vater, das wollte ich noch sagen. Der Vater ist ja jetzt Lucius so ein bisschen auf die Schliche gekommen, aber ich weiß gar nicht jetzt genau warum. Hatte der Vater, hat er das einfach so sich jetzt gedacht? Und übrigens hatten wir damals alles schon hier eingesammelt, aber hier konnte man was machen. Ist irgendwas passiert, dass der Vater jetzt irgendwie mehr denkt, dass Lucius halt nicht Lucius ist? Und was ich noch sagen wollte, ja, ihr habt natürlich recht, wollte ich eigentlich schon im letzten Part sagen, aber da war ich so beschäftigt, damit Will umzubringen. Bin ich leider nicht dazu gekommen. Ich wollte sagen, klar, die Bediensteten würde ich sagen, würde ich da arbeiten, klar, würde ich auch eher mal auf die Idee kommen, da nicht mehr zu arbeiten. Wenn alle nacheinander sterben, muss ich da nicht auch noch im Haus dran glauben. Aber anscheinend ist ihnen das egal. Und ja, es stimmt, Überwachungskameras wird es in der Zeit nicht gegeben haben. Ich hatte irgendwann letztens mal gesagt, Kameras von wegen gucken, wer ist denn das hier. Aber anscheinend ist der Vater und Detective und sie, ja, der Detective nicht, aber der Vater, der kommt ja langsam drauf. Ist ja auch egal. Wir wollen Strom. Ich habe das Zeug hier eingesammelt. Irgendwas können wir hier bestimmt machen. Ich lasse die Telekinese mal an. Hier ist auch noch eine Säge. Willst du eine Säge, Lucius? Nee, eine Säge will er nicht. Darwin, na, alle tot. Hier, Wasser ist doch super. Wasser ist doch eigentlich immer gut für sowas. Vielleicht könnten wir Wasser ja mal benutzen. Davignon, sing noch ein bisschen weiter, Mami. Nützliche Sachen. Und wenn wir einfach mal... Also was hatte ich damals da gefunden? Die Nagelpistole, ne? Kann man die... Kann man, oder das da? Kann man das vielleicht mit irgendwas kombinieren? Vielleicht sie von hinten? Wir können sie bestimmt manipulieren, ne? Ja. Sein Geist ist zu stark. Oh, wieso sein Geist? Ihr Geist, wenn schon, denn schon. Ich laufe hier so ein bisschen, Mami. Och, nur hör doch mal auf, so sie nur nervt. Ich hoffe, dass ich das in diesem Part ein bisschen schneller hinkriege hier. Den Bockmist mit Mama. Die nervt ja sowieso nur noch. Vielleicht ist da oben ja auch irgendwas Nettes, was man runterholen kann. Oder hier die Lampe wegen Strom. Irgendwas Glühbirne. Man konnte doch hier irgendwas machen. Warum nicht? Nicht? Damals konnte man das doch benutzen, oder nicht? Jetzt nicht mehr? Hier ist schon eine Schaufel bereitgestellt. Lucius. Da lässt sich doch bestimmt auch was mit anfangen. Nicht, dass uns hier jemand beobachtet oder so. Das wäre gruselig. Wird mir irgendwas angezeigt? Ach, tatsächlich. Ne, sie nur, ne? Und wenn wir unsere komische Schatulle mal verwenden? Hier, da ist sie. Die. Was denn, was denn? Da ist was, was man hinlegen kann und da ist der Generator. Okay, also hier kann ich was machen. Ja. Nicht, dass ich das nicht mir schon gedacht hätte, nur dass ich hier irgendwie gar nichts verwenden kann. Oder kann ich? Und hab nur nicht das Richtige in der Hand. Was habe ich denn so Schönes?
Lass doch mal ein Foto machen. Oh ja, von Mama nochmal ein Abschiedsfoto. Mama, Mama, lach nochmal, Paparazzi. Dann kriege ich gleich schon wieder eine Errungenschaft für. Ich mache immer nur Blödsinn und kriege irgendwelche bescheuerten Errungenschaften. Kannst du es anzünden oder kannst du irgendwas aufheben hier? Guck mal, kannst du es nicht da? Das kannst du aufheben. Ja, also. Geht doch. Anscheinend bekommt der Schuppen keinen Strom. Können wir dann nochmal machen. Kannst du die andere Seite auch irgendwie nehmen? Oder wo führt das Kabel hier gerade hin? Möchtest du dazu auch was sagen oder einfach nur so? Mhm. Susi kann mich sehen. Natürlich kann sie mich sehen. Ich denke, das ist langsam egal. Achso, da darf ich jetzt auch nicht stehen. Wo darf ich denn? Ja, dann so, bitteschön. Dann Telekinese. Kannst du irgendwas hier machen mit Telekinese? Hier, weil sie sitzt ja da. Also da draußen wurde mir ja irgendwie ein Feld angezeigt, wo man es hinlegen kann. Kann ich hier... Ja, allgemein darf sie mich doch sehen. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich ja gar nicht mehr rauslaufen. Also muss ich was anderes tun können. Ja, Mama. Alle tot. Ich hätte es dir ja gesagt, aber ich darf nicht. Okay, ich habe die Nagelpistole in der Hand und dann kommt ich kann mit sehen. Das heißt, das hier ist irgendwie so ein Tötungswerkzeug oder was? Warum? Ich kann das doch löschen mit meiner coolen Kraft hier. Wenn ich die in der Hand habe, dann... Dann warum kann er sie nicht eigentlich auch anbrennen? Ich meine, ich verstehe immer noch nicht, warum der Will nicht einfach gebrannt hat. Kann ich von außen vielleicht einfach was machen? Hier. Ich verstehe das aber auch nicht. Und schon sieht sie mich wieder. Also ich habe hier irgendwie was Interessantes anscheinend in der Hand. Da kommt hier gleich die Action-Musik. Ja, dann leg die mal weg. Nimm die Taschenlampe, da ist das ja anscheinend okay, dass er dann hier rumläuft. Was ich zwar nicht verstehe, aber gut. Kann so nicht benutzt werden. Kann so nicht benutzt werden. Ich hab doch nicht viel zur Auswahl. Hat sie, wieso hat sie eigentlich ihre Ohrringe nicht wieder bekommen? Mama, deine Ohrringe, willst du die nochmal wieder haben? Hier, deine Ohrringe, Mama. Mama, deine Ohrringe. Kannst du hier den Stein nehmen? Was ist das? Liegt was? Oh. Oh, ein Stein. Was mache ich mit dem Stein? Warum ist es so laut, ey? Alle tot, Mama. Mit der mega lauten Musik laufen wir weiter rum. Vielleicht den einfach hier hinlegen. Und dann bringt sie sich selber um. Selbstmord halt. Und nicht wir. Mach doch einfach mal. Und das kombinieren. Keine Ahnung. Hm. Ich musste mal ins Menü gehen, damit diese furchtbar laute Musik aufhört. Ist hier noch irgendwas drinne vielleicht? Was ich übersehen haben könnte, aber ich sollte da doch irgendwas hinlegen. Und hier ist halt kein Strom. Das kann so nicht benutzt werden. Mit dem Gerät kann ich aber auch irgendwie nichts machen, wie es scheint. Ist hier irgendwas mit der Glühbirne, mit dem Kabel?
mit hier oben, mit dem Kabel, was hier rausläuft. Kannst du das einfach... Muss er sich woanders hinstellen? Soll ich eigentlich mit dem Stein jetzt? Hier oben läuft ja auch so ein Kabel entlang. So in aller Seelenruhe, während sie da rumnervt. Vielleicht muss ich wieder ganz woanders hin und weiß es nur nicht. Ich lauf mal eine Runde. Nee. Ich habe mich nur gefragt wegen dem Kabel. Vielleicht muss ich auch den Strom anschalten, ausschalten. Irgendwo, wo ich es nicht weiß. Die Axt nicht einfach nehmen und ihr den Kopf... Nein? Man muss doch nicht so weit rennen, oder? Kannst du das von hier machen? Nee. Aber die Nagelpistole ist irgendwie so... Ja. Die scheint für ihn irgendwie, wie gesagt, das ist irgendwas. Wenn er das in der Hand hat, dann darf ich nicht gesehen werden. Und das Einzige, was ich machen kann, ist einen doofen Stecker benutzen. Ach, Lucius. Wir beide. Wir schaffen das noch. Was meinst du? Ich check's halt nicht, was ich jetzt hier genau machen soll. Deswegen mache ich mal einen Cut, bevor das jetzt hier ewig wieder dauert. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit übersehen. Und zwar hier unten. Oh, habe ich doch nicht genau geguckt. Aber es ist so unscheinbar. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe nur gesehen, ach, da habe ich was nicht eingesammelt. Habe in ein anderes Let's Play reingeguckt. Und denke mir, okay, irgendwas kann ich damit jetzt machen. Und habe ich das jetzt noch in der Hand? Ja. Kannst du das jetzt irgendwie mit irgendwas verwenden? Ich nehme mal an, es ist die Nagelpistole. Deswegen probiere ich das mal aus. Was ist das überhaupt? Ja, für Nagelpistole. Okay, steht sogar dran. Jetzt habe ich die kombiniert und kann nun was? Was kannst du jetzt hier machen, Lucius? Jetzt kannst du ordentlich rumhämmern. Und was genau... Okay, die darf mich nicht sehen. Was sollen wir denn jetzt hier machen damit? Darf uns nicht sehen. Ich glaube, wir müssen die... Wir nehmen einfach was anderes in die Hand. Und dann ist das ja egal. Dann laufen wir rum. Und irgendwas lässt sich doch jetzt bestimmt machen. Mit so einer geladenen Nagelpistole. Hm? Die war ja vorher anscheinend... Okay, da sieht sie uns. Was mache ich denn jetzt mal mit Mami? Da sieht sie mich wieder. Muss ich aufpassen. Mann. Ja, sie darf mich doch sehen. Ich habe doch nur das Streichholzzeug in der Hand. Dass sie sich auch gar keine Gedanken macht irgendwie jetzt. Was mache ich jetzt damit? Geladene Nagelpistole. Das vielleicht irgendwie verwenden mit was? Kleiner Lucius. Das macht alles gar keinen Sinn. Ja. Nimm mal die Ohrringe in die Hand. Sie darf mich doch hier draußen sehen. Mami, deine Ohrringe. Und wenn du einfach... Also soll sie sich damit vielleicht einfach umbringen und wir manipulieren sie jetzt? Und von hinten? Sein Geist ist so stark für deine Gedankenkontrolle. Das kann doch nicht sein. Hier, leg die doch irgendwo mal hin. Guck mal, von hinten. Nee, da sieht sie uns. Ja, ja. Ich weiß, Mama, alle tot. Leg die doch irgendwo hin und dann manipulieren wir sie, aber sie ist ja weiterhin zu stark. Also ich glaube, die soll sich damit irgendwie... Aber warum wird dann was mit Strom gesagt?
Das Licht funktioniert nicht. Anscheinend bekommt die Hütte keinen Strom. Ich muss das reparieren. Wieso soll ich eigentlich hier... Seit wann soll ich den Strom reparieren? Jetzt habe ich die doofe Nagelpistole repariert. Habe ich noch was übersehen? Habe ich das Ding in der Hand? Ja... Jetzt vielleicht irgendwas mit Tele-Dings? Bestimmt. Irgendwas muss ich noch machen mit Strom. Wieso hätte ich schon wieder Strom? Die Hütte kriegt kein Licht mehr. Ich muss das reparieren. Da geht das Kabel vom da runter. Da habe ich den Generator angeschlossen. Der aber irgendwie auch nicht funktioniert. Und das Kabel kann ich auch nicht hinnehmen, obwohl das ins Nichts führt. Das macht gar keinen Sinn. Was das hier ist. Ich werde schon wieder eine Pause machen müssen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist, dass ich hier bin. An diesem Stromkasten habe ich ja schon nett und fröhlich den letzten Part gestanden. Anscheinend soll ich jetzt hier tatsächlich diese Kleinigkeit finden, diesen Schalter oder Knopf oder was auch immer. Und der wahrscheinlich für da draußen zuständig ist, wo ich halt erst dachte, das wäre für den Ventilator. Aber nein, der Schalter ist für was anderes zuständig. Der soll aber irgendwo hier sein. Ist es der da? Da, da, ich habe ihn. Wunderbar. So. Puh. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man hier wieder ganz zurücklaufen soll. Das finde ich ein bisschen gemein. Oh, Charles hat Beweise für deine Beteiligung gefunden und wird bald damit zurückkehren. Du musst dich beeilen. Oh, oh. Ich möchte das aber noch lesen. Ich habe es geschafft, die Sicherung zu wechseln. Die Hütte sollte Strom haben. Ich wette, ich bekomme jetzt ein paar der Maschinen dort drin zum Laufen. Oh, 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 oh. Jetzt aber schnell raus. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Die Ohrringe, habe ich auch gesehen, sind tatsächlich ein Mittel zum Zweck. Aber ich weiß gerade noch nicht, was ich machen kann. Nagelpistole geladen. Nö, die darf mich nicht sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Der Strom geht. Damit darf ich raus. Und jetzt soll ich das wahrscheinlich irgendwie verknüpfen, ne? Kann ich das vielleicht... Nein? Oh Gott, oh Gott. Das soll da hingelegt werden. Und wenn sie das anfasst... Ah, jetzt habe ich irgendwie... Das kann sie nicht... Nee. Ah, jetzt. Nagelpistole mit dem Generator. Das geht jetzt. Was ist passiert? Was habe ich jetzt gemacht? Okay, ich habe keine Ahnung. Ah. Dann vielleicht die Ohrringe diesmal? Nein, die Nagelpistole soll da hin und die ist elektrisch geladen, alles klar. So, jetzt aber. Charles kommt mit Beweisen zurück. Er darf sie nicht deiner Mutter zeigen. Was steht da jetzt? Oh Gott, ist das spannend. Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden. Dadurch wird sein Geist noch labiler. Ich habe nur einen Versuch, bevor er meinen Kräften widerstehen kann. Ich muss kreativ werden. Habe ich schon. Oh. Oh, hallo Lucius. Oh, hallo Lucius. Ich habe gerade gesehen, dass, ne? Du, Scheiße gebaut hast im Keller. Muss ich jetzt alles nochmal machen mit dem ganzen blöden, doofen Stromgenerator? Echt jetzt? Oh nee, ne? Ich will nicht. Aha. Echt jetzt? Och, Leute. Nancy. Okay. Mit allem drum und dran nochmal. Ist das jetzt auch... Ja. Schon mal geladen. Stromstecker in die Hand nehmen. Das da reinpacken.
Und dann müssen wir ganz schnell die Ohrringe enttun, bevor er das eigentlich merkt. Das ist jetzt unlucky. Das ist aber trotzdem der schnellste Weg. So weit ist es eigentlich gar nicht entfernt. Es geht. Aber schön ist es nicht. Das alles nochmal zu machen. Hätte er das nicht speichern können? Ja. Objekt wurde korrekt verwendet. So, jetzt kommt Papa ins Spiel. Charles hat Beweise für deine Beteiligung gefunden. Dö. Warte. Lauf da lang. Es ist schneller, Lucius. Schneller! Gott. Es ist schon gut eigentlich. Wir wissen ja jetzt schneller, was wir machen sollen. Er hat zwar Beweise gefunden, ist noch auf dem Weg, aber wir wissen nicht, was wir tun sollen. Nagelpistole. Verdammt! So, Ohrringe nehmen. Die wir jetzt nicht damit verwenden. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll jetzt eigentlich. Die Nagelpistole kann ich nur von hinten hinlegen und dann... Ja, okay. Und jetzt die Ohrringe, oder? Hat er irgendwas bemerkt? Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden, dadurch wird sein Geist noch wie. Ich habe nur einen Versuch von, also den hier. Gott, mach's. Okay. Und du machst das hier. Geschafft. Charles, du Idiot. Ja, aber die anderen sehen das doch voll. Oh Gott, er bringt sie voll um. Was steht da? Alter. Okay, er ist jetzt eindeutig der Mörder. Was habe ich getan? Nein! Krass. Das kann nicht sein! Ich schwöre, ich war das nicht. Es war der Junge. Er ist der Antichrist. Wir haben alles gesehen. Es ist vorbei. Sie sind festgenommen. Geben Sie Ihre Hände weg! Bleiben Sie bei dem Kleinen. Ich verfolge ihn. Ich rufe Verstärkung. Er wich uns immer aus, bis wir ihn auf frischer Tat ertappten. Die Anzeichen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes waren eigentlich die ganze Zeit deutlich. Ich erinnere mich, wie ich sah, wie er den Abzug an dieser Nagelpistole betätigte. Ich spürte, wie die Zeit langsamer wurde, als der Nagel durch ihren Schädel schoss und Teile ihres Gehirns auf den Rasen spritzten. Ihr Körper fiel zu Boden wie eine leblose Marionette und alle Fragen, Geheimnisse und Verdächtigungen fanden ein Ende. Charles Wagner tötete sie direkt vor unseren Augen. Und als wir ihn festnehmen wollten, konnte er fliehen. Ich befahl dem Deputy, sich um das Kind zu kümmern, das Zeuge des schrecklichen Ereignisses war, und verfolgte den Täter. Dicht hinter ihm verlor ich die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Graben. Ich wollte den Deputy informieren. Möglicherweise fuhr Wagner zum Anwesen zurück, aber er war nicht zu erreichen. Als ich endlich dort ankam, war das Schlimmste bereits geschehen. Alle Einheiten sichern Sie das Gelände. Ein Verdächtiger ist auf der Flucht. Charles Wagner, Anfang 40. Vorsicht, der Verdächtige ist vielleicht bewaffnet und gefährlich. Tja, wir sind wahrscheinlich Lucius gerade aus der Ego-Perspektive. Versuchen Sie auch ein Kind. Oder sind wir Charles? Wir haben hier ein Kind. Wir werden es erfahren im nächsten Part, was hier als nächstes passiert. In Ordnung. Ja, ich glaube, das ist Lucius. Ja. Versuch dich zu entspannen. Ja. Ich glaube, du solltest dich mal ein bisschen entspannen. Vielleicht wird er brennen, vielleicht werden wir ihn manipulieren. Wir sehen es im nächsten Part von Lucius.